So, für alle, die sich fragen, was ich hier gerade mache, ja, ihr seht richtig, Farm Simulator 19. Warum mache ich das Ganze? Ganz einfach, das Spiel ist gerade kostenlos im Epic Store zu erhalten, allerdings natürlich nur für PC-Spieler, also alle, die einen PC haben und eh immer Fortnite spielen, guckt auch mal rein, was es kostenlos im Epic Store zu kaufen gibt. Weil, wie gesagt, das ganze Spiel ist kostenlos bis zum Donnerstag und ihr seht schon unten, mein Creator-Code steht natürlich immer noch da. Ganz einfach, egal was ihr bei Epic Games kauft, ihr könnt mich natürlich supporten mit meinem Creator Code, würde mich natürlich freuen. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal rein ins Spiel und muss euch sagen, ich habe keine Ahnung. Ich habe die Karriere eben mal angefangen, aber ich habe keinen Plan, was man da machen soll. Man kommt in die Welt und man weiß nichts. Du gehst einfach rein und weißt nichts. Deshalb habe ich einfach die Aufnahme wieder mal neu gestartet und wir gehen einfach mal in Tutorials. Mal gucken, ob wir da mehr sehen. Ackerbau. Wir lernen jetzt den Ackerbau. Also, ich weiß nur von meiner Frau, das Spiel ist wirklich aufwendig. Mein Schwager spielt das Spiel auch. Und er sagt halt einfach, es ist tiefenentspannt. Aber lassen wir uns einfach mal selber überraschen. Aha. Willkommen im ersten Tutorial. Hier lernst du, wie du deine Felder vorbereitest und Getreide für eine ertragreiche Ernte heranziehst. Wenn du mal vergessen hast, was du als nächstes tun sollst, kannst du das Tutorial jederzeit über das Menü aufrufen oder beenden. Ah ja. Durch Krubbern lockerst du den Boden auf, bevor du die nächste Aussaat ausbringst. Dafür benötigst du einen Traktor und Gruber. Aha. Schau dich erst einmal um und gehe zum Traktor, der am Rand des Feldes vor dem Gruber. Was ist denn ein Gruber? Gruber. Das hört sich krank an. Gruber. Ah ja, das ist also ein Gruber. Das hier hinten dran nehme ich mal an. Ein ziemlich dicker Brocken, nicht wahr? Aber verglichen mit einigen anderen Fahrzeugen, die du noch fahren wirst, ist es trotzdem ein recht kleiner, alter Traktor und... Keine Bange, so ein Traktor fährt sich einfacher als du denkst. Los, spring rein. Ah ja. Also hingehen, reinspringen. Das ist das Gaspedal, daneben liegt die... Ja gut, im Auto gefahren bin ich schon mal. Du hast schon mal ein Lenkrad gesehen oder ist ganz einfach? Ja. Schön der Reihe nach. Fahre vorsichtig an den Gruber hinter dir ran und kupple ihn an deinen Traktor an. Unten rechts am Bildschirm erscheint ein Symbol unter dem Traktorsymbol. Wenn du nah genug an der Maschine bist, um sie anzukuppeln. Sobald der Gruber angehoben und in Fahrposition gebracht wurde, kannst du vorwärts zu dem kleinen schwarzen Gegengewicht fahren und es vorne an deinen Traktor anbringen. Das Gewicht balanciert die schwere Last am Heck des Traktors aus. Ah ja. Jetzt Kuh. Aha. Jetzt können wir gruben. Ich habe Angst. Nein. Ich glaube, irgendwas mache ich schon falsch. Ich glaube, hier passiert nichts. Kamerawahl C. Aha. Warten wir hier mal ans Anfang vom Feld. Gott. Gruber senken ist V. Hä? So V. Das wird zuerst ausklappen. Wie klappt man das aus? Ach, aufklappen, also erst X. Zuklappen. Lolle, das ist ja komplett. Ah! Oh, ich hab Angst. Lolle, die aufwenden. Ah, wir machen was. Ui. Das ist aber wirklich tiefenentspannt. So, und jetzt am Rand vom Feld muss ich ihn doch bestimmt wieder hochheben, oder? Gott, ich benutze hier alles, alle Tasten, die da sind. Hä? Hat jetzt was verändert am Feld? Tatsächlich. Haben wir das nicht schön gemacht?
Oh, die Wiese kann man ruhig mit umbuddeln. Oh Gott, ob wir überhaupt das Feld hinkriegen? Wei. Ja, zum Glück bin ich kein Traktorfahrer. Ach, da unten sieht man das auch. Aha. Ah, das Feld wird langsam fertig. Also ich würde sagen, fast halb hat er schon fertig. Aber der muss da auch wieder hoch. Die Aare V. So, bis hierhin und dann V. Genau. So. Hallo. So, dann vor. Hey. Wieso geht der wieder hoch? Beziehungsweise runter. Gott, wenn das mein Feld wäre. Warte mal, wie war das? V. Zuklappen. Ja, jetzt muss es doch wieder gehen. Oh Mann. Und das spielen die Leute den ganzen Tag? Ah ja. Wenn sich irgendeiner mit Traktoren auskennt, ich glaube, der schlägt nicht. So, jetzt das Ding wieder hoch. Ah, jetzt hat man... Ah, jetzt ist er oben geblieben. Ich mache direkt alles kaputt. Oh, da hast du was vergessen. Nee, wenn man was... Oder? Nee, komm, wir machen das Feld einfach voll. Dann V und wieder vor. Ah, super. Ah, vorbei! Also bei mir gibt es keine geraden Linien auf dem Feld. Man kennt. Aha. Also das Feld macht man dann so. Dann könnt ihr euch ja vorstellen, wie lange ihr braucht für ein ganzes Feld. Das Gruben hat den Boden schön gelockert. Er ist nun so gut vorbereitet für das Saatgut. Für diese Aufgabe brauchst du einen Traktor und eine Sämaschine. Stelle sicher, dass die Sämaschine gut mit Saatgut gefüllt ist. Ah ja. Das Grubern hat den Boden schön aufgegangen, Saat vorbereitet. Also springe in den Traktor, montiere die Geräte genauso, wie du es vorhin schon gemacht hast. Ah ja, also mit Q wieder anhängen. Schnell hinrennen. Lol. Man kann ja sogar auf den Traktor springen. Ha, ich werde noch zurück. Du musst die Sämaschine anwerfen, bevor du sie mit Saatgut verteilen kannst. Und du musst sie natürlich ins Erdreich absenken. Wenn du fertig bist, gehe rüber zum Feld und bringe die Rapssaat aus. Ah ja. Geh. Gott. Sämaschine anschalten. B. Deckel schließen. Man sieht doch gar nichts. Ah, man kann auch rausscrollen. Ah, okay. Sämaschine. Warte mal, noch nicht. Warte mal, wir müssen ja erstmal ins Feld. So. Neu. So, dann Sämaschine senken. Ach ja, warte mal, nochmal hoch. Wir fangen ja nicht außen an, wir fangen ja im Feld. Kann das Ding mal gerade fahren? Man merkt, dass ich nie Hänger fahre. Dann runter. Die Sämaschine zuklappen. Spurreißer. Funktioniert das so? Ich würde sagen, nein. Sämaschine anschalten. Muss doch aufklappen. Das funktioniert nicht. Nee, das ist, wenn nur die Leiter hoch und runter. Spurreiser, Tempomat. Ich hab doch alles gemacht, wie ich machen soll. Was ist das? Bin ich jetzt blöd für? So passiert doch nichts, oder? Ne, so fahr ich nur rum. Dann haben wir noch den Spurreißer.
Dafür musst du ja studiert haben, ey. Sämaschine anmachen. Schade, dass meine Frau gerade nicht hier ist. Wieso sät der denn nichts? So buddelt der doch nur. Aber so sät der nichts. Lol, ich will nicht wissen, was Leute denken, die dieses Spiel spielen. Denken sie auch, was das für ein Dulli. Abdeckung öffnen. Ich fahre jetzt doch mal so. Ich weiß, glaube ich, was falsch mache. Warte mal. Ankuppeln. Aufklappen, abdecken, weil ich habe doch gar nichts da drin. Die ist bestimmt leer. Was ist das da? Fülle das Gerät zuerst auf. Ah ja. Ach, da ist es. Jetzt habe ich es 35% voll. Oh wei. Das kann ja was werden. Ja. Junge, Junge, Junge. So, Sämaschine anschalten. So, dann aufklappen. Wo sind der Deckel? Deckel schließen, Sämaschine zuklappen. Hä? Bringt das was ich hier mache? LI. Lol, jetzt habe ich sie wieder rausgeschmissen. Gott, ey, hier musst du ja echt studiert haben für, ey. Also wer ein aufwendiges Spiel haben will, hier ist eins. Also wieder befüllen. Eieieiei. So, Sämaschine anschalten. Hab ich. Sämaschine zuklappen. Hab ich. Entladen ist rausschmeißen. Dann N. Sämaschine. Das auch. Hat jetzt was gebracht? Ah, Sämaschine senken. So. Ah, es passiert was. Wir haben es geschafft. Natürlich machen wir es hier ganz professionell. Gott. Man denkt ja immer, das ist so einfach, ne? Man fährt einfach übers Feld und fertig. Jetzt muss ich doch eigentlich die Sämaschine heben. Gott. Ich würde mein eigenes Feld total zerstören, ne? So, Sämaschine senken. Und Attacke. Wie hier wenig mal jetzt das Feld voll zu machen. Nein, nicht Kamera ändern. So, jetzt wieder hoch. So, jetzt wieder senken. Da wachsen besonders gute da in dem Schnittpunkt. Ich fahre, als hätte ich 3 Promille. Ey. Ist das so schwer, hier gerade zu fahren? Und ohne Quatsch, ich habe noch nie einen Autounfall gehabt. Noch nie. So, jetzt müssen wir es wieder heben. Ui. Gott, bin ich lost. So. Jetzt wieder senken. Also, jetzt wissen wir, wie wir das Feld quasi für die Ernte, also fürs Aussehen bereit machen und auch wie man die Saat ausbringt. Jetzt heißt es warten, bis der Raps gewachsen und gereift ist. Ah ja, jetzt müssen wir den Kram wahrscheinlich schon abernten, man kennt es. Erntezeit, diese Arbeit wirst du lieben.
genau, die bringt uns Geld. Das ist schon eine wahrhaftig große Maschine, dein ganz eigener Mähdrescher. Steigst schon ein, dann montierst du einfach das davorstehende Schneidewerk genauso wie die andere Ausrüstung. Ja, das haben wir schon gelernt. Ist das schon montiert? Ach, ne, hier ist es. Der Drescher muss ausgefahren werden. Erst danach kannst du ihn anschalten. Damit wird das Schneidewerk auch automatisch abgesenkt. Du kannst es auch manuell heben oder senken, aber halte es für die Ernte nah am Boden. Ja, das macht ja wohl Sinn. Ach Gott, ey, tausend Dinger, ey. So. B für anschalten. Ach ne, wir müssen sie erst wieder ausklappen. Also X. Ah ja. Schneidewerk senken. Drescher anschalten. Ja, wir holen die Ernte ein. Scheiße, doch die Klappe muss ja auf sein. Ach, sind wir gut. Das Ding fährt wenigstens nicht so schnell. Ach, wir müssen natürlich wieder einmal wenden. So, hier ist jetzt alles weg. Das heißt, Schneidewerk heben. Und wieder ausmachen, richtig? So, jetzt müssen wir mit dem Ding einmal drehen. Oha, doch nicht so langsam. Da passen wir zum Glück einmal vorbei. Dreh dich, dreh dich. Oh. Und alle, die das Spiel schon kennen, bitte lacht mich nicht aus. Ah, jetzt ist es automatisch an. Bitte ernte alles. Nein, er lässt natürlich da einen Büschel stehen. Man kennt ihn. Und wie soll ich das dann alles machen mit einer halben Million, wenn ich dann in der Karriere? Ach, das war schon. Durch die Ernte hast du den Getreidetank des Dreschers randvoll gefüllt. Fahre das Rohr aus und fahre neben den Anhänger am Feldrand, um das Getreide abzutanken. Also, oh. Oh je. Das kann ja wieder was werden. Ja, warte mal, den Drescher kannst du jetzt abschalten, richtig? Ja. Hat der denn so ein langes Rohr? Warte, wir fahren aber erst weiter vor. Oh Gott, das kipp ich doch alles daneben. Lol, das geht ja automatisch. Doch, das ist ja langweilig. So, jetzt wieder zurück. Nein, nein, nicht daneben. Da, die da. Ach, ich wäre der beste Bauer der Welt. Fast. Geht das überhaupt hinten drüber? Lol. Geht auch daneben. Ich wollte es nur mal testen, ob es überhaupt geht. Schön, steige aus dem Drescher aus und in den Traktor vor den Anhänger ein. Aha. Jetzt sollen wir jetzt wegfahren, ne? Das blinkende Symbol auf der Karte zeigt dir, wo du deinen Anhänger abladen kannst. Fahre dorthin und lagere das Getreide in deinen Silos ein. Dafür kannst du dir Zeit lassen. Okay. Oder nicht? Leute, ich fahre ja entgegengesetzt. Muss ich jetzt einmal um mein Feld rumfahren? Wir fahren Traktor, Traktor. So, jetzt muss ich hier einmal rum. Oha. Ah, da hinten leuchtet es doch schon. Also mit Tutorial macht es wieder Sinn, aber man fängt halt an, ohne irgendwie eine Maschine zu haben. Oha. Ja. Ich bin der schnelle Fahrer. Man sieht schon. Ach, mache ich das nicht schön, als hätte ich schon nie was anderes in meinem Leben gemacht. Und wie gesagt, das Spiel ist kostenlos.
Exzellent. In deinen Silos ist das Getreide gut aufgehoben. Die Silos können nur eine begrenzte Menge lagern, aber im Spielverlauf kannst du sie noch ausbauen. Sobald du bereit bist, dein Getreide zu verkaufen, kannst du es aus den Silos rausholen und zu den verschiedenen Verkaufsstellen auf der Welt bringen, um Geld zu verdienen. Aha, klasse gemacht. Damit kennst du schon viele Tricks und kannst von nun an dein Land in Autismus. Jetzt kennst du schon viele Tricks und kannst von nun an dein Land in einem erfolgreichen Bauernhof Klasse gemacht. Damit kennst du schon viele Tricks und kannst von nun an dein Land in einen erfolgreichen Bauernhof verwandeln. So ganz einfach. So, das war der Ackerbau. Wie gesagt, wenn ihr mehr sehen wollt, lasst mal gerne ein Like da. Es war jetzt einfach nur mal zum Antesten. Mal gucken, wie das Ganze so bei euch ankommt. Ist halt einfach mal was ganz anderes. Und wie gesagt, jede Woche kommt ein neues Spiel raus. Also in dem Sinne, gern Like da lassen. Wenn ihr komplett neue seid auf dem Kanal, gern Abo da lassen. Und in dem Sinne würde ich sagen, haut rein. Und keine Angst, Fortnite wird natürlich immer noch Spiel Nummer 1 sein auf dem Kanal. Und in dem Sinne, haut rein.